sind die Salodris. Das sind die neuen Stimmen der Salodris. Verena Sierra, Christian Job und Selina Fries. Und da hat alles angefangen. In Berlin, in den Hahn Filmstudios. Die Salodris wurden hier weiterentwickelt und zu neuem Glanz aufpoliert. Auch die Stimmen wurden neu aufgenommen. Früher kamen die vom Künstlerpaar Cindy und Bert. Heute vom Moderatorenteam des SR. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mit der Oma und meinem Opa immer auf ihrem Kortsofa gesessen habe und die Salodris kamen. Und das hat uns immer alle total Spaß gemacht, weil die so lustig waren. Und ja, ich fand die als Kind super. Ich wollte auch immer nur aus dem Salodri-Glas trinken. Also das Dschungelbuch war in meinem Geburtsjahr ja schon perfekt synchronisiert, aber wenn man mit Schwätze sein Geld verdient, ist natürlich ein Trickfilm-Synchro ein Traumjob. Und für mich ist der Baba irgendwie so der regionale Toy Story Woody. Ich bin stolz. Klar ist das was Besonderes für mich. Also finde ich schon. Also zum einen ist es stimmlich sau anstrengend, halt diese quietschigen Töne zu machen. Aber das ist auch eine interessante Herausforderung, schon alleine vom Job her. Zum anderen ist das natürlich eine Kindheitserinnerung, die da wahr wird. Und das ist natürlich auch eine Riesenehre, ja, dass man das jetzt irgendwie selbst sprechen darf. Also macht sau viel Spaß und ich freue mich, dabei zu sein. Gerhard Hahn hat die Salodris erfunden und führt auch heute noch Regie. Die Salodris sind international, denn mit einer Partneragentur in Singapur werden die Vorlagen aus Berlin zum Laufen gebracht. Sie sind neu und nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch online und hörfunkmäßig unterwegs. Das wird für uns eine ganz wichtige Bildmarke, aber auch Tonmarke werden. Und wir wollen damit unter Beweis stellen, dass wir Moderne und Tradition gut in Einklang bringen können und dass in der digitalen Welt auch Platz sein muss für solche traditionellen Marker, an denen sich die Menschen orientieren können. Von 1984 bis 2008 waren die Salodris im SR-Fernsehen zu sehen. Trotz Sendepause, die Saarländer haben sie nie vergessen. Na, es gab sie in der Zwischenzeit ja schon. Zum Beispiel gibt es Salodri-Ampelmännchen am Hallberg in der Saarbrücker Innenstadt. Jetzt sind sie im Fernsehen, aber auch in den Social Media und nonlinearen Plattformen vom SR nochmal da, in der SR-Mediathek. Und das findet man natürlich wirklich super. Im Laufe des kommenden Jahres sollen dann 60 neue Folgen gesendet werden. Die Mama, der Baba. Wir sind alle wieder da.